Abiturvorbereitung versus Lernaufträge, was ist wirklich wichtiger? Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, dein Abiturcoach. Und heute sprechen wir darüber, was ist eigentlich wichtiger? Die Arbeitsaufträge, die ihr jetzt in den letzten Wochen schon zuhauf bekommen habt und die hoffentlich, sag ich mal, auch endlich wieder weniger werden, oder die konkrete Abiturvorbereitung? Ja, weil das ist eine Frage, die habe ich hier auf YouTube einige Male bekommen, natürlich auch von unseren Coach-Teilnehmern immer wieder gestellt bekommen. Und dementsprechend möchte ich da jetzt einfach einmal eine pauschale Antwort geben, dass ihr da einfach auch nochmal ein bisschen mehr Klarheit habt. Ja, was ich da ganz stark feststelle, ist der folgende Punkt. Erstens, ihr habt sehr viel Zeit für die Abi-Vorbereitung, was sehr, sehr positiv ist. Auf der anderen Seite sind diese Arbeitsaufträge manchmal sehr nervenaufreibend, sehr viel, sehr schwierig, weil sie einem nicht erklärt werden. Und vor allem, allerschlimmsten, manchmal gar nicht mehr so notwendig, weil ihr in dem Fach zum Beispiel eh keine Noten mehr macht, das vielleicht nur zur Hälfte benotet wird, ihr vielleicht auch sagt, boah, ich streiche das eh oder was auch immer. Ja, und dementsprechend da, um es relativ kurz zu machen, bestmöglich auf den Punkt zu bringen. Ich würde als allererstes die Arbeitsaufträge angehen, einfach aus dem Hintergrund, weil ihr genug Zeit für die Abi-Vorbereitung habt. Ja. Aber bei den Arbeitsaufträgen muss man auf eine ganz wichtige Falle achten. Und zwar, dass man nicht denkt, oh, ich muss einfach hier alles machen und so ganz fein säuberlich, sondern auch hier gilt es zu priorisieren. Es gibt Arbeitsaufträge in Fächern, die du auch im Abi hast, die sollst du sehr gut machen. Erstens werden sie sehr wahrscheinlich noch benotet. Zweitens ist auch eine sehr gute Abi-Vorbereitung. Du musst den Stoff sowieso auch für die Abi-Prüfung kennen. Ja, dann gibt es, um quasi die zweite Form von Priorität damit reinzubringen, einfach Fächer, wo das Ganze sehr wahrscheinlich benotet wird, du das Ganze sehr wahrscheinlich auch einbringen wirst. Auch das solltest du vernünftig machen. Ja, da solltest du dir auch keine Schwänzer mehr erlauben. Auch nicht sagen, boah, das sind jetzt nur Arbeitsaufträge, ich habe dann schlechte Note. Es wird genauso in dein Abi zählen, dementsprechend schränke ich da auch an. Sehr essentiell. Aber dann diese dritte Art von Priorität, und zwar die Arbeitsaufträge, wo du sagst, hey, die werden eh nicht benotet oder ich bringe das eh nicht ein und was auch immer. Ich würde euch bei denen wirklich empfehlen, lasst sie komplett weg. Ja, wenn das ansatzweise möglich ist und euer Lehrer dann, sag ich mal, nicht gleich auf euer Hausdach klettert, ja, dann würde ich das wirklich auch so machen, weil ihr habt gerade genug Dinge, um die ihr euch kümmern müsst, bevor ihr da jetzt, sag ich mal, noch unnötige Zeit reinverschwendet, gerade wenn das ein sehr aufwendiger Arbeitsauftrag ist, lasst ihn einfach weg, konzentriert euch auf die wichtigen Arbeitsaufträge, wo ihr wirklich auch die Noten noch bekommt und vor allem eben auch auf eure Abiturvorbereitung. Und dann würde ich euch eben empfehlen, genau diese Arbeitsaufträge so schnell wie möglich wegzubekommen, dass ihr die einfach aus dem Kopf raus habt, wo, denke ich, die meisten von euch ohnehin schon kurz davor auch stehen, und dass ihr dann vor allem eben euch auch bestmöglich auf die Abiturprüfungen vorbereitet. Daraus sollte dann der ganz große Hauptfokus liegen, weil das sollte immer wieder auch mal wieder gesagt werden. Ihr werdet in den Abiturprüfungen, die werden ein Drittel eurer gesamten Note ausmachen. Ja. Das heißt, egal was aktuell euer Schnitt ist, ich meine, bei mir war es auch so, ich hatte einen sehr hart erkämpften Schnitt von 2,1, wenn man nicht streicht, bei mir, und dann war es im Endeffekt so, dass ich meine Abiturprüfungen noch mit 1,0 abgelegt habe, ja, und dann meinen Schnitt dementsprechend auch noch auf 1,4 runtergezogen habe, durch die Abiturprüfungen und alles, was man eben auch streichen und jokern konnte, und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Ja, dementsprechend konzentriert euch da wirklich drauf, lasst euch die Arbeitsaufträge nicht zu sehr verunsichern, erledigt die so schnell und gewissenhaft wie möglich und dann voll rein in die Abi-Vorbereitung, dass ihr da auch nochmal das Maximum rausholen könnt. Wenn wir euch persönlich dabei unterstützen sollen, du eben auch meine besten Tipps auch nochmal individualisiert für dich persönlich bekommen möchtest, dann geh gerne auf den Link in der YouTube-Beschreibung oder auf den ersten angepinnten Kommentar. Ja, da kannst du dich eben bei uns fürs Coaching bewerben und dann kann mein Team dir eben auch sagen, ob du eben ein geeigneter Kandidat für uns bist, ja, ob wir da eben auch konkret mit dir arbeiten können. Und ansonsten denk dran, in dieser Zeit, ich glaube an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.